Ja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem ganz kurzen kleinen Tutorial, wie man die Camos in MW3 umändern kann. Einige haben mich da schon angeschrieben und darauf angesprochen, ja, was ich da für eine Camo hätte, wo die her wäre, wie man das macht. Und mich hat hier der Shit Happens von DNO angesprochen und sagte, Mensch, das wäre doch mal eine tolle Idee. Ich mache hier mal einen Satz Camos, lad den hoch zum Download für jeden, der Interesse hat. Und die können dann dementsprechend die Camos frei verwenden, um ihre Waffen ein bisschen zu modifizieren, dass sie optisch ein bisschen besser angepasst sind für jeden, wie er es gerne möchte. So, wie man das Ganze machen muss, das will ich euch jetzt kurz erzählen. Das allererste ist, ihr müsst euch eine Datei downloaden. Und zwar habe ich das auch unten nochmal in die Videokommentare reingeschrieben, also in die Videobeschreibung reingeschrieben, wo dieser Link ist. Dann kommt ihr hier auf diese Seite zu dieser Datei Custom Camos MW3.RAR und die könnt ihr hier free downloaden. Geht relativ schnell, ist ja nicht ganz so groß. So, dann habt ihr diese Datei hier. Die ist schon mal ganz wichtig. Als nächstes müsst ihr natürlich wissen, wo muss ich hin und was muss ich mit dieser Datei machen. Das heißt, ihr öffnet als allererstes dann mal euren Explorer und geht hier, ich kann es hier oben zeigen, auf, bei mir ist es Computer, lokale Dateien, Programme x86, Steam, Steam Apps, Common, Call of Duty, Modern Warfare 3, Main. Und dann seid ihr in diesem Verzeichnis. Bevor ihr irgendetwas macht, ist es ganz wichtig, legt euch von dieser Datei, der IW-06, erstmal eine Backup- oder Sicherungskopie an. Ich habe das hier schon mal gemacht, die habe ich mir hier auf dem Desktop kopiert, damit mir nichts passieren kann. Denn sollte irgendetwas schief gehen und die Datei ist zerstört, müsst ihr erstmal wieder bei Steam rein, müsst die Dateien überprüfen lassen, eventuell nochmal neu installieren. Also macht euch immer vorher so ein Backup, wenn ihr euch nicht sicher seid, dass das alles klappt. Und dann fahrt ihr immer auf Nummer sicher und könnt da ruhig etwas modifizieren, damit das halt optisch ein bisschen ansprechender ist. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier die Datei, die wir runtergeladen haben. Die öffnen wir einfach mal. Ich habe da zu diesem Zwecke hier eine Testversion von WinZip. Die benutze ich jetzt auch mal und dann öffnet er mir dieses Fenster hier. So, in diesem Fenster sind dann die verschiedenen IWI-Dateien. Das heißt, hier sind die verschiedenen Camos abgelegt für die verschiedenen Tarnungen und dementsprechend auch nochmal als Bild abgelegt, damit ihr das sehen könnt. Ich kann euch die mal jetzt kurz zeigen, was der Shit Happens hier gemacht hat für euch. Ich klicke die mal an hier. Das Ganze beginnt hier mit dieser Tarnung und er hat also verschiedene Tarnungen hier angelegt, die ihr euch wie gesagt frei downloaden könnt. Sind wirklich schicke dabei. Der eine mag es ein bisschen schlichter, der andere ein bisschen krasser. Aber gelungen sind sie auf alle Fälle alle. Und dementsprechend, ich sag ja, könnt ihr euch die runterladen und das für euch verwenden. Das jetzt nur mal so als Beispiel vorweg. Wenn ihr das gemacht habt, geht ihr natürlich dann her und müsst auch diese IW6-Datei öffnen. Das Ganze funktioniert auch wieder. Rechtsklick, öffnen. So, Testversion benutze ich hier auch wieder. Oh, und wenn ich dann hier draufklicke, kann ich sehen, dass hier diverse IWI-Dateien drin sind. Das berührt mich im Moment weniger. So, und ich entscheide mich jetzt hier für die, weiß ich nicht, Klassik-Tarnung. Die modifizierte. Ich nehme also hier die modifizierte Klassik-Tarnung, ziehe das einfach mit der Maus hier rüber, füge das ein und schon wird das bearbeitet. Ihr bekommt dann eine Meldung, dass das fertig ist. Klickt einfach auf OK und macht die beiden Fenster wieder zu. Ich mache das hier auch mal schnell zu. Ja, und dann müsst ihr euer MW3 starten und das zeige ich euch gleich. Ja, Leute, und dann sind wir jetzt also hier bei MW3. Das heißt, ich gehe hier in meinen Klasseneditor, sage mal, ich nehme diese, die, ja, als Primärwaffe, die MP7. Stell das hier schnell durch. So, und welche? Ich hatte die klassische Tarnung, glaube ich, ausgewählt. Die nehme ich dann dafür. Hier im Bild wird das natürlich nicht angezeigt, ganz klar. So, dann gehen wir mal raus und suchen mal ganz schnell ein Spiel. Und schauen mal, ob das mit der Camo hier alles so geklappt hat. Das werden wir dann gleich feststellen. Das habe ich ja jetzt hier so eingestellt, also sollte das dann auch dementsprechend funktionieren.
Jetzt haben wir natürlich noch ein bisschen Unterbrechung. Also wie gesagt, ihr könnt euch diese Camos frei runterladen. Die sind also alle geprüft und auch alle virenfrei. Da gibt es keine Probleme, da braucht ihr keine Angst vor zu haben. Wenn ihr dazu noch irgendwelche weiterführenden Fragen habt, dann könnt ihr auch gerne auf unseren TS kommen und mit den Jungs da sprechen. Gerade mit Shit Happens oder mit dem Yoshi, aka Sackbeule 13 oder auch mit dem Shootstyle, der macht es auch. Wenn es da irgendwo Fragen zu gibt, dann sind die mit Sicherheit gerne bereit, nochmal kurz mit euch darüber zu reden. Vielleicht habt ihr auch mal einen Spezialwunsch. Nur die können natürlich nicht hergehen und für jeden Einzelnen da immer irgendeine spezielle Camo machen, weil das dauert auch ein bisschen Zeit und ist ein bisschen aufwendiger, geht also nicht in 5 Minuten. Aber dafür haben wir jetzt mal einen so einen kompletten Satz. Und naja, dann schauen wir mal, ob ihr da Interesse dran habt. So, das Spiel beginnt jetzt und dann wollen wir gleich mal gucken, ob wir unsere Camo dann auch haben. Da haben wir schon wieder einen ganzen Clan. Ich werde das Spiel natürlich jetzt nicht durchspielen. Logischerweise, ich mache das Ganze ja nur, um euch mal hier die Camos zu zeigen, damit ihr wisst, worum es da geht und wie sich das auswirkt auf die Optik, wenn ihr damit spielt. Also von daher, ich finde, es ist eine schöne Sache. Man kann das Ganze ein bisschen individueller halten. Hat nicht nur die vorgegebenen Tarnungen, sondern auch mal ein bisschen was Ausgefallenes. Ich finde das ganz nett und schön, eine gute Idee. Ich habe ja, wie gesagt, auch auf meiner ACR und auf meiner AK-47 und der PP-90 auch schon jeweils speziell eine Camo drauf. Die finde ich dann auch ganz nice, muss ich sagen. Und die kann ich euch vielleicht gleich auch noch mal ganz kurz vorführen und zeigen. Aber in erster Linie geht es ja jetzt erstmal um den Satz, den ihr hier gemacht habt. Wenn ihr weitere Camos einfügen wollt, dann funktioniert das genauso, wie ich das vorhin am Anfang gezeigt habe, dass ihr einfach dementsprechend die Datei dort reinzieht. So, ich nehme jetzt hier meine Waffe und wie ihr sehen könnt, ich habe hier meine neue Camo schon drauf. Das funktioniert also. Okay, könnt ihr alle sehen. Ich schmeiße hier meine Semtex, um mich selber zu töten. Und um mal die Klasse zu wechseln, dann nehmen wir mal hier am besten meine ACR. Ach so, nein, das war noch nichts. Das hat zu lange gedauert. Töten wir uns nochmal. Okay, alles klar. So, das ist jetzt meine Dirty Harry LP Camo für die ACR. Da könnt ihr auch mal einen Blick drauf werfen. Die ist jetzt auch speziell für mich gemacht worden. So, und dann wollen wir hier gleich auch mal wieder sagen, Klasse wählen. Dann, ja, da bin ich ja schon gestorben. Nehmen wir die. Die kennt ihr bestimmt auch schon. Die habt ihr schon in einigen Gameplays gesehen. Die hat der Yoshi für mich gemacht. Und ja, jetzt muss ich nur einen finden, der mich hier mal tötet. Ich stelle dann nochmal die Klasse um. Und dann kann ich euch noch meine AK zeigen. Komm, töte mich mal hier, Junge. Wo bist du denn? Weggeschimmelt. Ja, gut, alles klar. Ich danke dir. Ja, alles klar, steigen wir neu ein. So, und das ist jetzt hier die Lava-Tarnung von meiner AK-47. Und wie gesagt, das sind natürlich jetzt ganz spezielle Camos, die für mich gemacht worden sind. Aber dieser ganz normale Camo-Satz, den könnt ihr dann natürlich bekommen. Und ja, verlassen wir das Spiel hier mal. Wie gesagt, wenn noch Fragen sind, kommt einfach auf unseren TS-Server. Vielleicht können wir das eine oder andere noch klären. Und ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit euren neuen Camos. Ciao, euer Dirty Harry.